Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, der faule Sack macht auch endlich wieder was auf seinem YouTube-Kanal. Jetzt hat er auch das passende Spiel dafür, das wirklich sich perfekt dafür eignet, um es als Let's Play auf dem YouTube-Kanal zu spielen und es nicht zu streamen. Weil ich glaube, wenn ich das streamen würde, dann würden wir zu gar nichts kommen und das kann ich dann schön immer mal wieder zwischendurch auf YouTube bringen. Und es würde mich tierisch freuen, wenn ihr da auch reinschauen würdet. Wir spielen den Fußballmanager 2019 von Sega. Und ich habe es mir zum Ziel genommen, einen Drittligaverein ganz nach oben zu arbeiten. Und ich habe mich für Uerdingen entschieden. Für den KFC Uerdingen, für die Krefelder. Von denen ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung habe, aber das macht es ja umso spannender. Das ist wirklich, dieses Managerspiel ist sehr, sehr umfangreich. Das wird, wie gesagt, sehr, sehr lange dauern. Ich bin sehr gespannt, was wir so erreichen werden. Ich werde auch versuchen, das Spiel so gut wie möglich zu erklären, auch wenn das gar nicht so einfach ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier, wir sind schon, der Schwabe ist neuer Trainer bei Uerdingen. Und ja, einfach Stück für Stück immer mal wieder ein bisschen was machen, gucken, wie weit wir kommen. Eure Tipps und so weiter nehme ich natürlich auch gerne an. Wenn ihr Spielervorschläge habt, immer her damit. Ich werde jetzt wahrscheinlich so eine Stunde am Stück aufnehmen und das dann in drei Parts aufteilen. Ungefähr, ne? Nur so mal dahingesagt. Und dann werden wir sehen, ne? Bis das erste Ligaspiel kommt, wird es wahrscheinlich sowieso dauern. Ich werde versuchen, vieles selber zu machen. Aber das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Nur um das mal zu erklären, wie umfangreich dieses Spiel eigentlich ist. Es gibt schon Manager und Trainer auf der Welt, also richtige, die bestätigt haben, dass sie diese Datenbank dieses Spiels nutzen, um Spieler zu scouten, um zu gucken, ob die was für ihren Verein sind. Das muss man sich mal einfach nur mal so auf der Zunge zergehen lassen und drüber nachdenken, wie umfangreich dieses Managerspiel eigentlich ist. Es ist das Managerspiel, das EA nie geschafft hat. Wobei das von EA schon gut war, aber die haben es ja nie geschafft, es fortzusetzen, es besser zu machen. Und das hier ist einfach die bessere Version davon. Seit diesem Jahr im Übrigen auch mit der offiziellen Lizenz der Bundesliga. Dritte Liga musste ich jetzt selber so einführen, aber es sieht ja genauso aus, das passt, die Spieler sind alle die echten. Ich glaube, Spielerbilder habe ich jetzt in der dritten Liga noch keine, aber schauen wir doch gleich mal schnell. Ja, nein, hier müssen wir schauen. Ja, das möchte ich eigentlich später dann erst machen. Okay, ja, dann machen wir es gleich. Also, was wollen wir spielen? Wir sind Drittliga, ja, Aufsteiger eigentlich. Also Tiki-Taka möchte ich da keines. Dynamisches Kontern, direktes Kontern. Catenaccio. Beton anrühren. Nein, nein. Wir wollen schon ein bisschen offensiveren Fußball spielen. Sofortige Rückeroberung des Balles, hochintensives Laufspiel. Ich verlange viel von meinen Lights. Ja, Formation, die vorgeschlagene wäre diese hier. 4-1-4-1 breit. Das ist eigentlich so, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht anfangen, ne? Aber jetzt ist es halt so. Machen wir halt als erstes die Taktik, bevor wir uns um alles andere kümmern. Ich müsste dazu echt den Kader mal vernünftig anschauen. Deswegen kann es sein, dass diese Formation noch geändert wird. Ich bestätige das jetzt einfach mal so. Und ich wollte schon sagen, sehe, dass ich keinen Spieler habe. Nein, ich habe Spieler. Sehr gut. Klicken wir mal einen an. Mehr wollte ich gar nicht. Nein, also dritte Liga, keine Spielerbilder. Das werde ich im Nachhinein mal noch auch einfügen. Keine Sorge, jetzt machen wir es erstmal ohne. Darum kümmern wir uns später um die Mannschaftsaufstellung. Wie gesagt, erstmal der Uerdingen-Vorstand hat die Verpflichtung von Claudius Schwabe als neuen Trainer bestätigt. Schwabe sei begeistert über die Chance, im Grotenburg-Stadion zu arbeiten. Die Uerdingen-Fans haben allen Grund zur Freude, dass er den entscheidenden Unterschied für sein Team ausmachen kann. Er ersetzt den vorherigen Trainer Stefan Krämer. War sogar der richtige Trainer, der vorher in Uerdingen war. So. Und jetzt werde ich vom Vorstand Nikolaus Weinert begrüßt. Das ist der Hauptgeschäftsführer. Der möchte jetzt natürlich ne, ein Meeting mit mir haben. Der Vorstand sagt Ihnen die volle Rückendeckung zu. Alle freuen sich, mit Ihnen zu arbeiten. Yay. Sie haben einen Vertrag bis Juni 2019 über 3.900 € pro Woche. Das würde mir in Real Life vollkommen reichen. Gott.
Co-Trainer Stefan Reisinger ist dafür verantwortlich, Spieler, die sich auf die Liste ungewollte Spieler oder Talente gesetzt haben, entweder dauerhaft oder auf Leihbasis abzustoßen. Das heißt, er macht die Verkäufe, ne? Aber ich glaube, ich kann das auch selber machen. Das ist ja Philosophien, namhafte Spieler verpflichten. Okay. Die Mitarbeiter ihres Vorgängers wurden übernommen. Ja, das passt. Muss ich nicht haben, mir dann selber noch zusammen zu basteln. Um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, möchten Niklas Weinert, der Hauptgeschäftsführer des Vereins, und ihr Co-Trainer Stefan Reisinger sich mit ihnen zusammensetzen, um über den Verein, seine Vergangenheit und die Mitarbeiterverantwortlichkeiten zu reden. Ja, dann machen wir halt mal ein Meeting, ne? Hallo Glorious. Willkommen bei Uerdingen. Ich würde gerne ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, um Sie willkommen zu heißen, bevor ich Sie an Ihren Co-Trainer weitergebe, welcher Ihnen die Verantwortlichkeiten des im Mitarbeiterstab diskutieren wird. Ja, das mache ich dann eh später. Also fantastisch. Lassen Sie uns beginnen. Der KFC Uerdingen 05 ist natürlich ein Verein mit langer Geschichte. Die Fans begrüßen es, wenn ein neuer Trainer sich die Zeit nimmt, sein Wissen über den Verein zu erweitern. Freut mich, dass Sie schon so gut über den Hintergrund von Uerdingen informiert sind, aber ich kann Ihnen dennoch einen detaillierten Überblick der Vereinsgeschichte zusenden, wenn Sie einverstanden sind. Nein, nicht nötig. Ich bin bereits mit der Geschichte des Vereins anvertraut. Ich habe recherchiert, bevor ich meinen Job angenommen habe. Das werde ich jetzt auch wieder machen. Denn die Geschichte, die da kommt, ist in der dritten Liga leider sehr unnütz. Deswegen lassen wir das mal. Jetzt momentan noch, das wird noch alles gepatcht, wie gesagt. Stand der Dinge, jetzt ist es noch ein bisschen lückenhaft. So wie in Ihrer Willkommensnachricht dargestellt, verfolgt der Verein eine spezielle Philosophie, an die Sie sich während der Zeit im Verein halten sollen. Im Einzelnen sind diese namhafte Spiele verpflichtend. Eigentlich ist das so gar nicht mein Ding, ne? Ich versuche ja immer schön Jugendspieler und so ranzuholen, aber es ist mal was anderes und ich möchte ja auch mal was anderes probieren, also versuchen wir es. Es ist üblich nach der Verpflichtung eines neuen Dreh auf Pressekonferenzen, das sage ich euch auch gleich, das machen wir nicht. Die dauern nämlich immer ewig lang, ist im Grunde leider immer so ziemlich dasselbe. Und ja, wir wollen ja beim Let's Play auch ein bisschen vorankommen, deswegen werde ich die nicht machen. So. Jetzt ist die Zeit, mit dem Co-Keimer zu sprechen. Jawohl, danke nochmals für die Einführung und auch eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit. Und auch dem seine Hilfe, auch wenn er sie mir jetzt geben will, brauche ich nicht. Das werde ich euch alles jetzt dann nach und nach zeigen. Ich habe natürlich schon gespielt, ne? Im VfB Stuttgart sogar recht erfolgreich. Und danke für Ihre Hilfe. Ich weiß, wo ich sie finden kann, wenn ich noch irgendwas brauche. Jawohl. Wenn das alles ist, würde ich mich wieder auf die Socken machen. Ja, machen Abgang. Und. Entschuldigung. Und damit ist die Sitzung beendet. Sie wissen, wo Sie uns finden, falls Sie über was anderes reden möchten. Was ich immer gerne probieren wollen würde, das mache ich jetzt gleich. Natürlich keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ein Mutterverein, ne, aus der Bundesliga, ne? Das wäre ziemlich geil, weil die geben einen Geld, du kannst gute Spieler ausleihen eventuell, und das möchte ich einfach mal versuchen. Wir wollen den Verein nicht abhängig von Leihspielern machen. Wir haben nach wie vor Bedenken über über den Gedanken eines Leihspielers. Wir lehnen daher Ihre Anfrage ab. Gut, dann lassen wir das. Ich schätze mal, ich werde da jetzt auch nichts mehr fischeln. Ist das mein Partnerverein? Nee, das. Gut, dann lassen wir das. Gut. Also. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Uerdingen angekommen. Eine Taktikeinführung haben wir jetzt ungewollt schon vorher gemacht. So. Ich habe eine kurze Übersicht über die bisherigen Neuverpflichtungen und die aktuellen Transferaktivitäten des Vereins zusammengestellt. Aber das ist schon passiert, klar, bevor ich jetzt angekommen bin, aber die haben keinen Cent ausgegeben für ihre Spieler. Außer für Patrick Flücke, das ist geheim. Okay. Dominik Moreau ist natürlich ein sehr guter Spieler für Liga 3. Stefan Aigner genauso. Das sind schon nicht die schlechtesten Transfers, die sie da getätigt haben, wie ich finde.
Robert Müller, Ergänzungsspieler in seinen besten Jahren. Das schauen wir uns gleich mal an. Natürlich tragen sie letztendlich die Verantwortung für die Ergebnisse der Mannschaft, aber sie können bestimmte Aufgaben an ihre Mitarbeiter delegieren. Alles klar, Mitarbeiter einstellen, das darf ich nicht machen, das weiß ich. Eingehende Transfers mache ich selber, ausgehende genauso, Vertragsverlängerungen genauso. Kümmert sich um Teamansprachen? Stefan Reisinger, Co-Trainer, kümmert sich um gegnerische. Kümmert sich um Teamansprachen? Nein. Das ist immer noch mein Ding. Ja, wo ist es denn? Transfer Neuzugänge, Vertragsverlängerung, Scouting. Ich glaube, ich habe keine Scout. Plan Training allgemein für die erste Mannschaft. Training. Hier ist es, glaube ich. Kümmert sich um Teamansprachen. Glorious Schwabe, jawohl. Kümmert sich um Pressekonferenzen, genau, das soll er machen. Spielfeldinterviews soll auch er machen. Kümmert sich um gegnerische Anweisungen, mache ich. Die Freundschaftsspiele mache ich auch selber. Macht Vorschläge für die Spielersuche, ja, kann er machen. Mittels Trainingsbericht, der Torwarttrainer. Ja, so ist das passend. Der technische Stab hat die Fitness- und Konditionswerte der Spieler bei ihrer Rückkehr zur Saisonvorbereitung erhoben. Folgende Spieler kehrten in Top-Verfassung zurück: Reichwein, Müller, Erb, Vollert und Stefan Aigner. Letzte deutsche Transfers. Das Transferfenster mag zurzeit nicht geöffnet sein, aber dennoch gibt es in letzter Zeit einige bemerkenswerte Transfers. Gut, das sind die Transfers, die ja in Real Life noch getätigt wurden, ne? Wir können da natürlich noch ein bisschen was machen. Ja, ich verweigere mich der Presse, das ist richtig. So, Reisinger stellt Uerdingen-Bericht zusammen. Stärke, Mittelfeld, Kadertiefe, Deckung, Ballannahme. Kevin Großkreuz ist der Beste von... Ach Gott, oh Gott, den haben wir ja auch. Also, Verteidigung, ich sehe schon, ist... Alles in allem ganz gut. Hat einen der besten Trainerstäbe im Wettbewerb. Das ist auch sehr gut. Das sollten wir natürlich gucken. Ne? Okay, ein Torwart wird wohl vorgeschlagen. Da gucken wir doch dann gleich mal. Abseits der ersten Elf fällt es im Kader und Qualität. Das ist bei einem Drittligaverein auch immer schwierig. Aufsehenerregende Jugendspieler sucht man hier vergebens. Das wollen sie ja auch nicht. Mit 0 Euro hat man wenig bis gar keinen Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt. Also ablösefreie Spieler suchen. Und alles andere ist nicht gut, aber auch nicht, ja, furchtniserregend. Gut. Darum kümmere ich mich später noch um das Ganze hier. Das ignorieren wir jetzt mal. So. Um Ihnen bei den ersten Schritten der Umgestaltung des von übernommenen Kaders zu helfen, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf unser Scouting-Zentrum legen. Dort können Sie Ihren generellen Fokus einstellen, damit Ihre Scouts wissen, welche Typ von Spieler Sie gerne empfohlen bekommen wollen. Die Scouts bewerten die Spieler mit einer Gesamtempfehlung, die sich aus verschiedenen Faktoren wie Fähigkeiten, Potenzial, Kosten und Interesse berechnet. Der Vorstand hat dem Scouting von Spielern innerhalb von Mitteleuropa zugestimmt. Zusätzlich darf auch in Polen gescoutet werden, da der Verein dort enge Bindungen pflegt. Aha. Das Scouting-Budget wird genutzt für Senior- und Jugendpakete sowie individuelle Scouting-Reisen abseits des ihnen genehmigten Scouting-Bereichs. Sie können auch bestimmen, wie oft sie ihre Empfehlungen per E-Mail erhalten wollen. Das wäre dann das Scouting. Also ich habe noch 12.000 Gehaltsbudget. Das ist auch echt nicht die Welt, Freunde, ne? Dafür gucken wir uns jetzt den Kader an. Wir haben tatsächlich nur zwei Torhüter, ne? Dazu den Teambericht, da gibt es nämlich hier die Kadertiefe. Da wird ja angezeigt, wer für welche Position von den Sternen her am geeignetsten wäre. Und da sehen wir eigentlich schon...
dass noch einer fürs defensive Mittelfeld gut wäre. Hier sind wir besonders gut aufgestellt. Offensives Mittelfeld rechts, offensives Mittelfeld links ist auch. Beister hat, glaube ich, auch seine Stärken eher woanders, ne? Ja, auch offensives Mittelfeld rechts. Maximilian Beister. Wir haben drei, die vier Sterne auf rechts haben, aber auf links sind die alle eher. Da müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben werden. Konrad und Daube sind fürs zentrale Mittelfeld perfekt, danach fehlt's. Und die gleichen sind aber halt auch fürs defensive Mittelfeld, für den zwischen der Abwehrkette und dem Mittelfeld ebenfalls. Das heißt, da brauchen wir eigentlich auch einen, wobei wir hier immerhin noch einen mit einem 2,5 Sterne haben. Linker Verteidiger sind gut aufgestellt, ausreichend aufgestellt. Die Innenverteidigung ist eigentlich sehr gut aufgestellt und rechts, da werden wir an Großkreuz erstmal nicht vorbeikommen, aber auch einen ganz brauchbaren Auswechselspieler und der Rest ist halt auch da. Ein Torhüter ist eigentlich kein schlechter, so wie ich das sehe, aber da werde ich mal gucken, ob ich da irgendwas ausleihen kann. Ja. Also, was hat jetzt Priorität? Was müssen wir dringend verstärken? Dringend verstärken müssen wir eigentlich erstmal ein ZM bzw. DM. Stürmer sind zwei gute da. Sogar drei eigentlich. Ja, Priorität legen wir jetzt erstmal aufs defensive Mittelfeld. Und was gibt's da Besseres für einen Verein, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat, als die freie Transfersliste? Das macht man folgendermaßen: Man geht auf Scouting, ich habe es jetzt schon vorher gemacht, ne? Geht hier oben auf Spieler, Spielersuche und dann Bedingungen hinzufügen, und hier hat man dann so viel Auswahlmöglichkeit. Das ist das, was ich meinte, ne? Man kann sich schon dumm und dämlich suchen teilweise. Was ja nicht unbedingt verkehrt ist. Und dann machen wir Vertragsstatus, und dann kommt schon, Vertragsstatus ist abgelaufen. Und wir haben jetzt hier 560 Spieler. Und dazu soll ich nur sagen, dass das, glaube ich, nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist, den ich ins Spiel zwar mit übernommen habe. Ich könnte sämtliche Länder mit reinnehmen, dann wären es über 1000 Spieler oder so. Ich versuche es aber noch ein bisschen zu begrenzen, indem ich noch eine Bedingung hinzufüge, und sagen wir mal, ich muss das natürlich selber erstmal alles, Stärke, Scouting, Nationalmannschaft, könnt ihr natürlich nach Länderspielen sortieren, ne? Dann könnte man schon mal sehen, aha, okay, mindestens ein Länderspiel, sagen wir mal, gemacht, dann ist es schon auf 16 Spiele runtergegangen, ne? Wann hat Marco Engelhardt ein Länderspiel für Deutschland gemacht? Frage ich jetzt mal, ohne zu wissen, wer es gerade ist. Der hat für Halle, Hoffenheim, Karlsruhe, Nürnberg, Kaiserslautern, KSC, Erfurt. Nationalmannschaftsdebüt versus Japan. Steht auch, wie viele Länderspiele der gemacht hat jetzt eigentlich. Also ist jetzt zu jedem Spieler ist da auch eine Wahnsinns-Karriereauflistung drin. Mal gucken, nur Interesse haben, weil 2004 muss das ja gewesen sein. Steht hier jetzt aber zum Beispiel nicht dabei, aber wie gesagt, hier steht, er hat tatsächlich ein Länderspiel für Deutschland gemacht. Ist mir dann aber mit 37, ach da steht es ja, drei Länderspiele. Ist mir dann aber mit 37 eigentlich doch ein bisschen zu alt. Ich gucke mir jetzt aber die 16 Spieler dennoch mal an, bevor ich das andersweitig aufteilen werde. Nando Raphael, der ist noch aus der Bundesliga bekannt, ne? Wir brauchen eigentlich keinen Stürmer, aber wir gucken trotzdem mal. 34. Den könnte ich nicht mal scouten, ne? Das müsste ich dann anhand dieser Werte hier machen. Wo war er denn zuletzt? Zuletzt war er bei Bochum und ist dann seit 2016 arbeitslos? Uiuiui. Okay.
Aber wir suchen jetzt auch erstmal einen defensiven Mittelfeldspieler. Hier wäre einer. Elush Alashui. Sagt mir jetzt gerade nichts, aber der ist auch. Ach nee, das ist nur das Land, ne? Hat für Nürnberg gespielt, Maccabi Haifa, St. Pauli, Kaiserslautern. Also ich glaube, ich habe das jetzt relativ normal auf ehemalige Bundesliga-Spieler und so. Nationalmannschaftsdebüt 2014 erst gegeben. Wow, 32. Nee, lass mal. Charles Tucky. Sebastian Boenisch ist noch relativ gut bekannt. Das ist einer für die linke Verteidigung, oder? War zuletzt bei den 60ern. Den könnte ich mir unter Umständen sogar vorstellen. Hat aber jetzt gerade leider nicht die Priorität. Das möchte ich als erstes wirklich mal gucken. Ja, da ist nicht viel mit defensivem Mittelfeld bei den Vertragslosen, ne? Marco Engert, Martin Fehnin. Also zumindest, wenn man es nach Länderspiele sortiert. Aber es gibt natürlich auch gute Spieler ohne Länderspiele. Zum Beispiel gibt es auch viele alte Deutsche, die es nie geschafft haben. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Da gab's, das konnte man auch irgendwie. Guck mal hier, Weltreputation. Sehr gut gibt's mal keinen. Ich mach's mal auf gut. Da kommt auch keiner. Recht gut. Okay. Kommt jetzt auch nicht so viel dazu. Das ist. Ja, ich möchte mich natürlich eigentlich jetzt auch nicht dumm und. Ups. Ich möchte mich jetzt eigentlich auch nicht dumm und dämlich suchen, ne? Hat er jetzt. Aber. Ne, ist schon noch da. Vertragsstatus ist abgelaufen. Annehmbar. Da kommt nicht viel dazu. Barits Özbek. Auch schon 31. Vielleicht sollte ich dann doch mal nach den Leinen gucken. Ne? Ich habe gehofft, ich kann hier irgendwie. Ah, schau mal, wenn ich interessiert an Transfer mal rausmache, ne, dann kommen da schon ein paar andere. Die Haltin-Top-Brüder. Jan Schimak, der war mal in Stuttgart. Peter Niemeyer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich dann wirklich überhaupt keine Chance habe, die zu kriegen. Dimitar Berbatov. Hui. Dann machen wir aber mal recht gut. Sind 11 Spieler und gucken einfach mal. Hier, so ein Altintop-Bruder. Einer von den beiden. Das wäre doch noch einer. Die wollen ja auch schließlich. Robbie Keane, ja. Die wollen doch gestandene Spieler haben. Sarare, der war mal auch in der Bundesliga. Aber wir suchen ja jetzt mal nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Ja, dann versuchen wir es doch mal mit Hamid Altintop. Ja, war zuletzt bei Darmstadt. Real, Bayern, Galan. Ja, der hat schon was. So einer wäre doch was für. Mein Klient ist derzeit nicht in Vertragsverhandlungen mit Ihnen interessiert. Er glaubt, die dritte Liga ist für Uerdingen zu spielen, wäre keine gute Entscheidung für seine Karriere. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass das wichtig sein wird. Okay. Sind nur die vier hier und da ist kein. Da ist kein defensiver Mittelfeldspieler dabei. Dann werden wir es mit Bönisch machen. Für die linke Verteidigung. Mein Klient ist bereit, Vertragsgespräche aufzunehmen, aber da es noch andersweitig Interesse an ihm gibt, schlagen wir vor, dass sie noch weitere Anreize draufpacken, damit ihr Angebot das verlockendste ist. Hartberg und Wacker Mödling. Ja, komm hier. Mach keinen Stress, genau. Ich mag ja, dass sie schnell zum Abschluss kommen möchten. Ich bin glücklich, die Vorgespräche abgeschlossen zu haben. Ich habe jetzt nichts gemacht, aber gut. Er wird sich bei uns melden, das ist schön. Und ich habe jetzt wahrscheinlich schon wieder über eine Stunde gespielt, ne? Das ist. Nein, über eine Stunde nicht, aber. Man kommt zu nichts. Es ist wirklich ein Langzeitprojekt, wo auch ihr Geduld mitbringen müsst. Aber ich gucke sowas zum Beispiel sehr, sehr gerne und ich hoffe, ihr auch. Und jetzt gehen wir endlich mal einen Tag weiter.
Dann kommen dann auch die Saisonziele reingestattet. Wir sollen aufsteigen. Aber ich krieg ein höheres Gehalt speziell dadurch. Okay. Einführung ins Training. Ja, das lasse ich tatsächlich auch meinen Co-Trainer machen, weil ich das nicht drauf habe. Und ich gute Erfahrungen damit gemacht habe, wenn es der Trainer übernimmt. Ja, Social Feed ignorieren wir mal, ne? Das ist auch so eine nette Spielerei nebenbei. Und dann machen wir noch einmal Fortfahren. So, und das ist das Mannschaftsgefüge. Wir haben keine Führungsspieler, aber die Kaderatmosphäre ist sehr gut und wir werden gut unterstützt. Einflussreiche Spieler haben wir Großkreuz, Erb und Aigner, das wundert mich nicht mal. Und dann haben wir noch normale einflussreiche Spieler, das sind dann schon ganz schön viele. Und 12 andere, also 12, ja, man sieht es ja so, Nebengruppen und sonstige. Stellen Sie sich dem Kader vor. Leidenschaftlich. Mir ist bewusst, dass viele von Ihnen noch relativ dass ich für viele von Ihnen noch relativ unbekannt sein mag. Daher nehme ich die Gelegenheit wahr und stelle mich persönlich als neuen Uerdingen-Trainer vor. Guck mal, das gefällt den allen. Herzlich willkommen. Hier zählt nur, ob Sie gute Arbeit leisten. Es wird Sie also niemand aufgrund Ihrer Reputation beurteilen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Ich denke, unsere Chancen stehen gut, dass wir diese Saison direkt aufsteigen. Wir können den Aufstieg schaffen, Jungs, also vorwärts. Das war genau die Reaktion, auf die ich aus war. Leidenschaftlich. Ja, Mann. Also, die Jungs haben Bock, das sehe ich schon. Nur er hier nicht. Der kann dann gleich mal verschwinden. So. Wenn wir jetzt auf Scouting schauen, kümmern wir uns doch dann mal um. Da wir festgestellt haben, vertragslos gibt es nicht so viel. Kino Fechner, Kaiserslautern, dritte Mannschaft. Der war vorher aber noch nicht da, ne? Achso, ich habe jetzt auch ja, ablösefrei weggenommen. Ne? Ich kann mir ja eh keine leisten gerade. Was ich aber kann, ist dann noch nach Transferstatus zu gucken. Und zwar. Halt nicht der Transferstatus, Entschuldigung. Und zwar der Leihstatus. Und der soll gelistet sein. So. Da kann man mir das einfach mal nach Wert sortieren. Nach Wert sortieren. Gucken, ob da irgendwas Brauchbares dabei ist. Sieht momentan aber auch nicht so aus. Das wird ganz schön schwierig. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Wir gehen mal weiter. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob der Transfermarkt schon auf hat. Wir haben Juni. Juni hat der doch schon auf. Ich halte ein Freundschaftsspiel zwischen Uerdingen und den 19 für eine gute Idee, damit sie sich einen Überblick für die vorhandenen Spiele verschaffen können. Ich werde das Spiel morgen um 20 Uhr in Grotenburg ansetzen. Sollten Sie den Vorschlag annehmen? Nee, möchte ich mal noch nicht. Wie sieht es denn so bei der U19 aus? Das sind alles keine Profispieler, die auch eingesetzt werden können, deswegen. Ja, mit Verpflichtungen wird es, glaube ich, wirklich schwer. Das ist schon. Naja, dann gebe ich denen mal einen Auftrag. Ich sagte, ich möchte denen einen Auftrag geben. Wie war denn das? Spielersuche. Das war ja hier. Es muss ja eigentlich über Aufträge gehen. Nein. Aufträge. Ja, wenn man auch keinen Scout hat, ne, dann kann man das natürlich auch nicht. Ich schätze mal, das macht die Situation auch ein bisschen schwieriger. Deswegen würde ich sagen, wir suchen uns einen Scout. Michael Ballack als Assistenztrainer können wir auch ranholen. Ja, hör mir auf. Hör mir auf. Der Micha. Der hätte ich jetzt fast Bock drauf.
Jannik Bergmann. Steht jetzt natürlich nicht dran, ob die was können. Was steht hier? Ablösefrei verfügbar. Das hier ist voll. Anpassungsfähigkeit, Disziplin, ja, Kenntnisse. Also in Deutschland kennt er sich gut aus, deswegen werden wir den guten Mann unter Teilzeit in Vertrag, auf Vertrag nehmen.